Ja, hallo liebe Bienenfreunde, es ist wieder soweit. Endlich der Frühling ist da und die Temperaturen sind heute wirklich bei 20 Grad. Wir haben den 23. März und genau heute vor einem Jahr habe ich auch die Frühjahrsdurchsicht gemacht. War nicht geplant, aber ja, ich habe dann nachgeschaut auf meinem Blog und es war im letzten Jahr genau auch am 23. Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass sie das ein bisschen nach vor verschiebt. Die Jahre zuvor hatte ich eigentlich, also das früheste war der 30. März und eigentlich üblich so, ja, 9. April, also so erste Aprilwoche. Also da sieht man definitiv schon einen Trend, dass einfach auch schon früher warm wird. Kommende Woche soll es aber wieder kalt werden, also irgendwie, es geht hin und her und ja. Okay, was wollen wir heute tun? Eigentlich steht die Frühjahrsdurchsicht an, das heißt, ich kippe die Bienenkisten und schaue mal wirklich aufs Volk, wie groß ist das Volk, wie geht es ihnen. Möchte auch schauen, ob eine weißelrichtige Königin da ist, das heißt, ich werde schauen, ob ich eine verdeckelte Brut sehen kann und auch ein bisschen natürlich reinschielen und schauen, so gut wie es halt möglich ist, wie viele Honigvorräte sind noch da. Genau, im Prinzip bis. Ja, sage jetzt mal, erste, zweite Aprilwoche sollten die Vorräte noch halten. Dann sollte auch hier die Haupttracht einsetzen und die meisten Obstbäume zum Blühen beginnen. Genau, sonst, ich habe jetzt da schon fleißig meine Wassertränke neu aufgefüllt. Also die war leider fast ganz leer und die Bienen brauchen natürlich jetzt auch Wasser. Also da immer schauen, dass Wasser in der Nähe ist, dass sauberes Wasser in der Nähe ist. Und sonst würde ich sagen, starten wir los. Die Bienen sind ganz ruhig. Ich hole euch mal ein bisschen näher. Im Prinzip könnt ihr sehen, dass das Volk sich jetzt quasi hier konzentriert. Ganz ruhig vor sich hin arbeitet und da auch gar keinen Stress hat. Ich finde, dass die Waben an den Schiffsrumpfleisten ganz gut gebaut worden sind. Da gibt es eine kleine dazwischen, aber ist nicht so tragisch. Man kann hier auch Schwänzeltänze beobachten, wo die Bienen dann ihren Kumpaninnen sagen, wo es eine gute Tracht gibt. Und dann wollte ich jetzt auch noch schauen, wegen einer Brut. So kann ich das jetzt zum Beispiel nicht sehen, weil die Bienen im Prinzip die ganze Wabengasse besetzen. Mit dem Rauch gibt es gleich ein bisschen Aufregung. Und hier sehe ich schon ganz gut ganz viel verdeckelte Brut. Ganz, ganz viel. Kann ich ein bisschen hineinschauen und hier gibt es überall verdeckelte Brut. Dann sage ich, das war's. Mache die Bienenkiste wieder zu und stelle sie wieder an ihren Ort. Eine Massenheimkunft. Jetzt fliegen alle wieder zurück. So, weiter geht's. Bienenkiste Nummer 2.
Relativ klein. Könnt ihr die Bienen sehen? Eigentlich ganz gut, gell? Vielleicht noch ein Stück. So. Brauche ein bisschen mehr Platz. So. Volk ist nicht so stark wie das in der anderen Bienenkiste, aber jetzt auch nicht zu schwach. Also so hier bis da sitzen sie schön. Gibt es auch noch die Spielnäpfchen vom letzten Jahr. Hier kann ich jetzt auch schon sehr schön Brut sehen. Da überall alles verdeckelte Brut. Ist genug da. Das heißt, die Königin tut definitiv, was sie tun soll. Ich finde auch, dass sie sehr schön gebaut haben an den Schiffsrumpfleisten. Schön einigermaßen gerade. Hier war irgendwann was rausgebrochen. Ja, Bienen sind ganz ruhig. Außer den Bienen, die da jetzt schon überall rumkreisen, das sind die Flugbienen, die nach Hause kommen. Ja, ich habe alles gesehen. Honigraum öffnen bei beiden ist definitiv, hat definitiv noch Zeit. Die Bienen stürzen wieder nach Hause. So. Toll. Da gibt es welche mit so dunkelgelben, welche mit hellgelben.